bin der Ciro Pagnozzi, bin 40 Jahre alt und habe 3 Kinder und Frau. Wurde hier in der JVA unrechtmäßig eingesperrt. Am 8. November bin ich eingecheckt. Am 29. heute bin ich wieder ausgecheckt. Ich finde es nicht richtig. Ich habe niemanden geschadet, niemand vergewaltigt, niemand bestohlen, ermordet. Ich habe nichts gemacht. Ich habe niemanden geschadet und habe hier drin hocken müssen. Ich habe mit meiner Nachbarin keine Händel gehabt. Ich wollte halt bloß nicht, dass sie den Hund füttert. Und nach 8 Jahren, da gab es halt dann Meinungsverschiedenheiten und dann hieß es nur, du scheiß Kanacke. Hat mir dann das Bauamt auf den Hals geschickt, den Tierschutz auf den Hals geschickt und dann die Polizei, weil sie wusste, dass wir ab und an mal einen Joint geraucht haben. Nach 1 Jahr Observation von der Polizei kamen sie mit 6-7 Mann, Hunden im Auto, also im Bus. Ich selber war bei der Arbeit, meine Frau hat es mir erzählt. Meine Kleine hat oben geschlafen, mein Kind. Und als sie dann das Kinderzimmer oben am Dach aufgemacht haben, da fiel ihnen die Fresse auf den Boden, weil nichts drin war, außer Kinderbett und Spielzeuge. Ja, und haben halt alles durchsucht und was sie fanden, war eigentlich nur 4 Gramm Hanf und zufällig einige Fotos von denen 2 Pflanzen, was ich mal vor 6 Jahren circa gezüchtet habe. Also total unprofessionell, das hat man auch auf den Fotos gesehen. Und dann ging halt der ganze Prozess los. Gericht, 90 Tagessätze in Heidenheim bekommen, Berufung und 60 Tagessätze, nochmal Berufung in Ellwangen und dort bekam ich dann 45 Tagessätze, musste dann in die JVA für 3 Wochen. Also ich musste nicht, ich habe nur nicht bezahlt, weil ich sah das nicht ein, diese Strafe zu bezahlen. Und weil ich immer die Wahrheit sagte und auch gesagt habe, ich werde gelegentlich dennoch einen Joint rauchen oder konsumieren, sagte mir der Staatsanwalt dann, ich müsse bestraft werden, dass ich das nächste Mal noch härter bestraft werden muss, obwohl im Bundesverfassungsgericht auch steht, dass es eingestellt werden kann. Und ich habe ihm noch nie mit dem Gesetz irgendwie was zu tun gehabt, bis auf die 4 Gramm und lande dann hier in der JVA. Ja, und muss meine 3 Kinder und Frau allein lassen, das finde ich unverschämt. Was habe ich gekostet? Also mit meiner Strafe denke ich mal 3.000 Euro, nur was ich hier gekostet habe, unnötig. Also mit der Razzia und mit alles drum und dran, ich weiß nicht, vielleicht 6.000, 8.000 Euro, 10.000 Euro nur ich. Also top, echt super Start. Nicht der Hanf macht Familien kaputt, sondern der Staat, so wie er gerade agiert, macht Familien kaputt. Diese Hexenjagd muss aufhören. Das kann nicht mehr sein, dass Konsumenten von Hanf verfolgt, diskriminiert, registriert und eingesperrt werden.